So, willkommen zurück bei Werder Bremen bei Anstoß 3. Ja, der Saisonstart ging gewaltig in die Hose, aber noch keine Panik auf der Titanic. Land ist noch in Sicht. Wir sind in bester Gesellschaft. Unter anderem der HSV hat auch noch kein Spiel gewonnen. Wir hatten schwere Gegner zum Start. Treffen jetzt auf unsere alte Liebe Unterharing. Aber jetzt, Ausreden werden nicht lange gelten. Wir müssen in diesem Part mindestens 5 Punkte holen aus den 3 Spielen. So, unsere Frische lässt zu wünschen übrig. Den Spielern freigeben. Die Offensive. Wir haben die letzten 3 Spiele alle 2-0 verloren und kein Tor geschossen, 6 kassiert. Könnte man jetzt an beiden Enden ansetzen. Entweder die Defensive stabilisieren oder die Offensive fördern. Wir erhöhen jetzt einfach mal den Gymnastikanteil. Wir machen jetzt jeden Tag Gymnastik, ob es euch passt oder nicht, Jungs. Ja. Ihr könnt ja mal ein Spiel gewinnen, dann müsst ihr es nicht jeden Tag machen. So. Torwart wackelt in meinen Augen auch ein bisschen zu sehr. Gegen Unterharing gibt es hier nochmal eine Bewährungschance. Ansonsten wird hier radikal auch an der Formation was getan. So, Davies bekommt ein persönliches Gespräch. Martinez ebenso. Ups. Champions League. Gibt es auch mal wieder. Union Berlin gewinnt 2-1 gegen Sociedad, steht auf Platz 1 nach 3 Spieltagen. Schalke verliert 1-3 gegen AS Rom, steht auf Platz 2. Bayern verliert 1-3 gegen Genoa, steht auf Platz 4. Düsseldorf verliert 0-1 gegen Fulham, steht auf Platz 2. Und RB Leipzig gewinnt 3-0 gegen Alanya Spor, steht mit 9 Punkten auf Platz 1. Leipzig dominiert hier wieder als Titelverteidiger. Also die ersten Spiele auch in der Euroleague mit dreifacher deutscher Beteiligung. Köln gewinnt 4-1 gegen Brandenbergen, das sieht gut aus. Frankfurt verliert 2-1 gegen Sochi. Bielefeld spielt 0-0 gegen Rijeka. Also gemischte Ergebnisse hier, Tendenz eher negativ bei den deutschen Clubs. Wir spielen gegen Unterharing, wir sind auch hier die schlechtere Mannschaft. Wie viele kennen wir hier denn noch? Baby, Bannis, Ilaima Haritra, Moa. Rocco, das tut einem aber fast schon so ein bisschen weh, dass man weniger als die halbe Mannschaft kennt. So, wir gucken ja auch mal auf die Form. Motivation. Motivation ist bei allen gar nicht so. Meitchen hat eine gute Motivation, der kehrt auch hier zurück. Alle Spieler sind fit. Robles kehrt zurück in die Innenverteidigung. Brückmann. Ist hier irgendwer besonders gut in Form? Soumaré. Soumaré stürmt dann zusammen mit Chesin. Klein kommt einfach mal auf die Bank. So, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wir spielen hier auch nicht auf Konter. Ich weiß nicht, ob dieser Spruch noch ankommt. Lange genug selbst trainiert. Mensch, die kenne ich doch alle noch von früher. Also da kann ich euch ein paar Tricks verraten. Einige Spieler können sich das Lachen nicht verknappen. Ja, es ist nämlich schon lange her und... Na gut, aber fast die Hälfte der Mannschaft kenne ich trotzdem noch. Das ist immer noch mehr als bei fast allen anderen Teams. Ja, der 17. gegen den 18. Wenn man tippen müsste, würde man wahrscheinlich 0-0 tippen. So. 4-6 tippt Heidi Klum, ja. Die Heidi, die macht's anders. Die tippt hier direkt... 4-6. Ordentlicher Platzzustand. Wir wollen die ersten 3 Punkte, den ersten Sieg der Saison und mal nicht sofort in Rückstand geraten jetzt. Ja, auch wenn es mir wehtut, gegen Unterharing gewinnen zu müssen. Seger läuft an, zieht den Ball in die Mauer. Die Abwehr kann klären. So, mal die 0 hinten stehen lassen. Auch mal wieder ein Tor schießen. Verdammt nochmal. Stuart, hart und flach. Der Ball landet auf dem gegenüberliegenden Flügel. Moor. Dann Pass. Stenzel nimmt den Ball mit Licht nach links. Baby verliert den Zweikampf gegen Schulz. Ja, der Name Schulz. Bekannt in Unterharing. Martinez stoppt den Ball 19 Meter vor dem Tor. Ich habe auch gesagt, ich gehe nur nach einem Sieg hier in die Unterharinger Pommesbude. Ansonsten fahren wir direkt nach Hause. Meitschen gegen Ruiz. Meitschen schießt, der Ball verspringt. Reflex von Rocco vor die Füße von Da Silva. Das ist das 1-0. Zweites Saisontor Da Silva. Wunderbar, mal hier in Führung zu gehen. Jetzt nicht lange fackeln, auch mal nachlegen. Serkan Moor sieht gelb wegen Meckerns. Gita klärt per Kopf zur Ecke. So, nachlegen, Leute. Eckball von rechts. Dann können wir das Wort Krise wollen wir noch nicht in den Mund nehmen. Da muss jetzt aber auch ein Dreier her. Ruiz kann klären.
Eli Maritra stoppt den Ball umständlich, legt nach rechts quer. Stewart gegen Siger. Stürmt ungestört in den Strafraum. Susaita gegen Da Silva. Der gewinnt den Zweikampf. Gute Leistung von ihm hier. Eckball von links. Macht das 2:0 hier vor der Pause. Siger schlägt den Ball hoch in den Strafraum. Kopfballduell. Meitschen überspringt die ganze Hintermannschaft. Wird von Gita umgestoßen. Das muss Elfmeter geben. Gita bekommt nur eine Ermahnung. Aber es gibt keinen Elfmeter. Es ist ein Freistoß. 19 Meter. Siger läuft an. Ja, ich habe es nicht genau gesehen. Wo ist meine Brille? Siger. Rocco kann den Ball fangen. Dominante erste Halbzeit. 7:0 Torchancenverhältnis. Das ist echt gut. Trotz Davies hat Note 2,0, obwohl er gar keinen Ball aufs Tor bekommen hat. Aber wenn das so gesagt wird, er hat gute Spieleröffnung gehabt. Er kriegt ein Lob. Und das ist eine gute Leistung hier, aber ist zu knapp. Bitte nachlegen. Offensive und Haringer. Susaita kommt frei zum Schuss. Davies hat keine Schwierigkeiten. Gut. Banes stoppt den Ball, spielt erstmal zurück. Gleimer Haritra spielt nach vorn. Banes gegen BOBD. Spielt den Ball zurück ins Mittelfeld. Gleimer Haritra passt direkt vor den Strafraum. Banes gegen BOBD. Geht an ihm vorbei. Banes dringt in den Strafraum ein. Wird nicht angegriffen. Schießt. Und der Ball ist drin. Das ist der Ausgleich. Ich habe es doch gesagt. Das ist zu knapp, Leute. Macht das. 67. Minute. Nummer Muha für Schulz. Schenkelfeld nimmt den Ball, zieht in die Mitte. Schenkelfeld stoppt den Ball umständlich, legt nach links quer. Baby gegen Muha, der grätscht, wird überlaufen. Auch der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Stoppt den Ball, Rückwärtsgang Richtung Mittelkreis. Schlägt den Ball auf den rechten Flügel. Kein Abseits, Susaita passt quer. Schenkelfeld schlägt den Ball auf den rechten Flügel. Stürmt in den Strafraum und dann passiert aber nichts. Banes gegen Brückmann. Stoppt den Ball, spielt Richtung Mittellinie. Schenkewelt, kein Abseits. Susaita dringt in den Strafraum ein. Der Mann ist gefährlich, spielt zur Torauslinie. Stenzler läuft sich den Ball, zieht ab. Und der Ball wird direkt auf den Torwart geschossen. Der kann das direkt wieder zur Spieleröffnung müssen, leitet den Konter ein, aber da wird nichts draus. Roschina kommt für Siger. Ein Spiel auf Messers Schneide hier. Ich bringe Marchesin für Soumaré. Damit haben wir dreimal gewechselt. Taktische Gründe. Passiert hier noch was? Nein, wir spielen 1:1 in Unterharing. Ich meine, immerhin ein Punkt. Aber ja, das ist ein Unentschieden, was beiden nicht so wirklich weiterhilft. Das hilft uns ein bisschen mehr als den Haringern. Aber so wirklich auch noch nicht. Aber zum Glück mal wieder ein Tor geschossen. Nicht zwei Gegentore kassiert. Immerhin. 59.000 Euro Prämie bezahlt. Davies, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 3 ganz nett. Wir verlassen zumindest Platz 18, das ist schon mal positiv. Paderborn hat die rote Laterne. Hannover verliert 1:3 gegen Münster. Kaiserslautern gewinnt 13:0 gegen Frankfurt. Chemnitz verliert 0:2 gegen Hoffenheim. Braunschweig gewinnt 1:0 gegen Nürnberg. Paderborn verliert 1:3 gegen Jena. Ingolstadt gewinnt 1:0 gegen Kiel. Cottbus gewinnt 3:2 gegen Freiburg. Der HSV spielt 2:2 gegen Aue und wir spielen 1:1 in Unterhaching. Braunschweig neuer Tabellenführer, 13 Punkte hat ebenfalls Freiburg. Hoffenheim auf Platz 3. Auf den Abstiegsplätzen HSV, Unterhaching, wir und Paderborn nach wie vor. Martinez und das Silber waren in der Elf des Tages. Wir saugen alles Positive auf, was sich uns hier bietet. Seferins wechselt von Wien Wiesbaden nach Hannover. Roberts von Betis Sevilla nach Rostock. Pontelli von Nürnberg 2 nach Münster. Reinhardt von Jahn Regensburg nach West Ham United. Metz von Hoffenheim nach Sociedad. So, wir spielen jetzt gegen die Roten Teufel. Kaiserslautern, die stehen auf Platz 8. Auch die sind uns stärketechnisch klar überlegen. Christopher Sommer hat sich bei der Viererkette verbessert. Wir machen jetzt jeden Tag Gymnastik. Die frische Werte steigen aber trotzdem nicht dadurch. Wir machen jetzt jeden Tag Gymnastik, bis wir mal ein Spiel gewinnen. Die Gymnastiklehrer, die freuen sich. So, wir haben in dieser Woche 63.000 Euro verloren. Vorstandsvertrauen ist noch hoch. Keine Panik hier. Gegen Hannover gibt es einen Auswärtszuschuss von 1.500 Tickets. Wir führen mal wieder ein paar
paar Gespräche. Und trainieren in dieser Woche. Abseitsfalle. Sumare bekommt ein persönliches Gespräch. Marchesin ebenso. Wie lange müssen wir warten auf den ersten Saisonsieg? Ich meine, wir sind Aufsteiger da. Ist klar, dass es erstmal gegen den Abstieg geht. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich da nicht direkt was mit zu tun haben. Eine ruhige Saison im Mittelfeld wird angestrebt. Ja, wir sind hier leider nicht bei Wünsch dir was. So, 13.000 Zuschauer hier gegen Kaiserslautern. Das letzte Spiel war ja gar nicht so schlecht. Alle Spieler sind fit. Deswegen ändere ich jetzt auch erstmal nichts. Kaiserslautern aber klar überlegen, Stärke technisch. Männer, wenn jeder rennt bis zum Umfallen, dann gewinnen wir das doch. Sie blicken in die Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Ordentlicher Platzzustand. Kaiserslautern hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Stefan Raab tippt 3-4 auf Kaiserslautern. Jetzt bitte nicht schon wieder ein frühes Gegentor. Na, das kann zum Glück verhindert werden. Siger lichtet nach links zurück. Sprintet Richtung Eckfahne. Da Silva weiß nicht so recht, was er machen soll. Läuft in die Mitte. Flankt weit auf den Flügel. Siger hebt den Ball über Kilic. Überläuft ihn. Nimmt den Ball perfekt an. Präzise Flanke in den Strafraum. Kein Abseits. Sumare nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor am Elfmeterpunkt an. Dreht sich. Schießt. Ah, Olschowski kann sich halten. Ja, alle Teams sind gefühlt irgendwie stärker als wir. Ist vielleicht unser Kader im Mittelwert so besser, und aber die erste Elf nicht so. Oder sind wir schlecht in Form oder alles so ein bisschen? Oder haben wir einfach einen brutalen Plan gerade? Die machbaren Teams kommen alle noch. Gelbe Karte für Martinez. Direkter Freistoß in der 27. Minute. 23 Meter zentral vor dem Tor. Martinez läuft an. Ganz übler Flatterball. Olschowski fängt ihn dennoch sicher. Wir haben einen kleinen Tacken mehr vom Spiel. Meitin wird nicht attackiert, drängt in den Strafraum. Kontrolliert wird von Munoz bedrängt. Ist aber nicht der Munoz, den wir mal kannten. Wir kennen Abstoß. Da kommt keiner dran. Anderson legt quer. Pereira Goncal, Punkt, Abkürzung. Der Mann mit dem langen Namen. Auch Fischer flankt Volley. Das sieht gefährlich aus. Volley-Schuss Pereira. Ein Meter vorbei. Puh. Einmal Schweiß von der Stirn wischen. 0-0 zur Halbzeit, aber ein durchaus munteres 0-0. Ich lobe mal wieder den Davies. Er freut sich darüber. Die 0 steht allerdings auf beiden Seiten. Falsche Wortwahl, aber ich sag, macht konzentriert so weiter. Das ist ordentlich, was wir hier sehen. Freistoß jetzt für Kaiserslautern, 17 Meter. Van Dijk läuft an, jagt den Ball voll in die Mauer. Das tat wahrscheinlich weh, aber Siger, nein, er schlägt den Ball nach vorne. Traumpass, Meitschen hat viel Platz, stürmt aufs Tor zu. Olschowski stürmt raus. Haut ihn einfach um, das muss glatt rot geben, das muss rot geben. Und ja, Dr. Robert Kampka zeigt rot. Wir haben jetzt einen Mann mehr und die mussten ihren Ersatztorhüter einwechseln. Haben sie aber nicht gemacht, haben sie keinen Torhüter auf der Bank. Da steht jetzt ein Stürmer. Da steht ein Stürmer im Tor. Was ist denn mit Kaiserslautern? Haben die Torhütermangel? Haben die Torhütermangel? Oh, Anderson bringt den Ball unter Kontrolle. Wird nicht angegriffen. Überlegter Schuss. Haarscharf vorbei. So, ich sage denen jetzt, schießt aus allen Lagen. Schießt aus allen Lagen. Ach ja, und bei Standard soll der Brückmann mit nach vorne gehen. So, da steht, die haben keinen richtigen Torhüter im Tor. Makoto Asamoah kommt mal für Martinez. Der hat nämlich auch schon gelb und auch nicht den besten Tag heute. Schießt aus allen Lagen. Gelbe Karte für Davies. Kann nicht sein, dass die jetzt hier mit einem Feldspieler im Tor damit durchkommen. So, ich bringe Sommer für Brückmann. Schießt aus allen Lagen. Nein, tun sie nicht. Meitschen hat nicht. Marchesin kommt für Meitschen. Anderson. Auf den linken Flügel sprintet in den Strafraum. Gommers stoppt das Leder, flankt in den Strafraum. Anderson entwischt Sommer, erreicht den Ball mit der Stiefelspitze und der Ball ist drin, das gibt's doch nicht. Und Wesley Darcy Pereira trifft auch nochmal und wir verlieren 0-2. Da spielen wir 42 Minuten in Überzahl gegen eine Mannschaft, die einen Feldspieler im Tor hat und wir schaffen es trotzdem nicht, ein Tor zu schießen, kassieren zwei späte Gegentore und verlieren mal wieder 2-0. Immerhin 336.000 Euro verdient, 56.000 Euro Prämie bezahlt. Marc Anderson, der beste Spieler, Spiel kommt die Notre ganz nett. Wir bleiben auf Platz 17. Puh, 2 Punkte nach 7 Spielen.
Frankfurt spielt 0-0 gegen Chemnitz, Münster spielt 2-2 gegen Unterhaching, Nürnberg spielt 1-1 gegen Hannover, Jena gewinnt 1-0 gegen den HSV, Aue gewinnt 4-2 gegen Paderborn, Hoffenheim gewinnt 3-0 gegen Ingolstadt, wir verlieren 0-2 gegen Kaiserslautern, Kiel verliert 0-1 gegen Cottbus und Freiburg gewinnt 1-0 gegen Braunschweig. Freiburg neuer Tabellenführer, dahinter Aufnahme und Jena. Wir haben Glück, dass es dem HSV Unterhaching und Paderborn auch nicht besser geht, aber gut, dann steigen wir halt alle vier ab. Auf Chemnitz haben wir schon 6 Punkte Rückstand. Wir hatten zumindest das bestbesuchte Stadion. SME wechselt von Hellas Verona nach Wien-Wiesbaden. Morsten von Hannover nach Spal-Ferrara. So, wenn es nicht besser läuft, dann könnten wir natürlich auch nochmal Transfers ins Auge fassen. Wir spielen jetzt gegen Hannover 96. So langsam müssten jetzt mal Punkte her. So, fast 1 Million verloren hier. Da können wir es uns eigentlich nicht erlauben. Wir haben noch 6,77 Millionen. Wir werden weiter hier Gymnastik bolzen, bis der erste Sieg kommt. Bis es den Leuten aus den Ohren kommt. Ansonsten trainieren wir hier mal Technik. Ach, warum ist eigentlich Mandanda auf der Bank? Ah ja, der Kroll war ja verletzt, ne? So. Persönliche Gespräche. Davis mit einer Innenbanddehnung. Eieiei, da wird der Torhüter auch noch. Der Torhüter im nächsten Spiel nicht im Tor stehen wahrscheinlich. Champions League, 4. Spieltag. Union Berlin gewinnt 1-0 gegen Niederkorn. Schalke gewinnt 1-0 gegen Anderlecht. Bayern verliert 4-1 gegen Piräus. Sieht schlecht aus für Bayern. Steigen trotzdem in der Tabelle, weil Trnava 6-0 verliert. Düsseldorf gewinnt 3-2 gegen Kilmarnock. Leipzig gewinnt, nein, verliert 2-1 gegen Alanyaspor. Und in der Euroleague. Köln ist mit 2 hohen Siegen weiter. Frankfurt ist ausgeschieden mit einem Remis und einer Niederlage. Und Bielefeld ist weiter. So, in der Euroleague sehen wir jetzt Arminia Bielefeld gegen FK Sochi und der 1. FC Köln gegen SD Eibar. Wir spielen gegen Hannover 96, ein Derby, wenn man so will. Davies fällt 2 Wochen aus, Kroll kehrt in die Formation zurück. Und nach dem letzten Spiel ändern wir jetzt auch mal was. Eingespielt sind wir. Ich stelle mal die frischesten Spieler auf. Dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Meitschen, Sumari, Martinez, Siger, Smith, Muha. Schulz kommt aber für Akoto Asamoah auf die Bank. So machen wir das jetzt. Wir spielen hier auswärts auf Konter. Ich erwarte heute Tore, Tore, Tore. Und kommt mir nicht mit Ausreden. Das passt jetzt nicht so ganz zu der Ausrichtung, dass wir auf Konter spielen, aber auch mit Kontern kann man Tore schießen. Hannover steht auf Platz 13, wir stehen auf Platz 17, 12.420 Zuschauer. Angela Merkel tippt 2-0 auf uns. Aus einer gefestigten Defensive sollen jetzt hier die Tore fallen. Pojnanski gegen Muhammad mit frischen Spielern. Hier Thalhammer sieht, dass er jede Menge Platz hat, marschiert, nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt. Robles klärt per Kopf zur Ecke. Eckball von links für Hannover. Seijia zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Robles versucht zu klären, köpft ihn an die Unterkante der Latte des eigenen Tores und zählt ihn, drischt den Ball von der Linie. Puh, das war knapp. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Gelbe Karte für Thalhammer. Und Muha ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. Aber immerhin steht die Null auf beiden Seiten. Ich lobe mal den Sommer, der macht das ganz gut. Mit heißem Herz, aber mit kühlem Kopf, das ist die Devise. Weiter so. Weiter so, gibt es hier den ersten Sieg. Saison. Dafür müssten wir mal aufs Tor schießen. Eckball von links, vielleicht per Standard. Muha legt sich den Ball zurecht, unterhält sich kurz mit einem der Reporter, schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Bade kommt raus, packt sicher zu. Nein, so nicht. Muha legt den Ball nach rechts zurück. Sprintet Richtung Eckfahne. Sommer marschiert, begleitet von Bakary auf den Strafraum zu, nimmt den Ball an, rutscht dann weg und verliert das Leder. Technische Mängel hier. Eckball, der landet am Außennetz. Es ist kein ein Spiel auf niedrigem Niveau, um es mal freundlich auszudrücken. Jetzt Freistoß für uns. Martinez läuft an, versucht den Ball um die Mauer zu drehen. Doch das Leder wird von einem der Spieler dort abgeblockt.
Not gegen Elend hier, um es mal so zu sagen. Schulz kommt für Muha. Gelbe Karte für Becker. Direkter Freistoß für Hannover. 19 Meter zentral vor dem Tor. Bakary läuft an, flach in die Ecke. Kroll taucht nach unten, kommt noch mit den Fingerspitzen ran. Der ist trotzdem drin, wir liegen hinten. Aber wir müssen umstellen. Auf offensive Einsatz hochstellen. Bringe mal Tillmann für Martinez. Taktische Gründe. Puh. BBD kommt für Smith. Stellen auf Brechstange auf 150% Einsatz. Sommer nimmt den Ball an, dribbelt nach rechts. Schießt sofort, trifft Thalhammer. Der Ball landet im Strafraum. Soumaré kontrolliert den Ball, wird von Constantino bedrängt. Doch er kann ihn abschütteln. Schönes Anspiel auf Maicon. Der zieht ab. Der Ball ist drin und das ist der Ausgleich. Jawohl. Jetzt hier geht noch mehr. Seitfalls hier Soumaré. Bade springt, wehrt den Ball nach außen ab. Ja, Thalhammer haut den Ball ins Aus. Oh Mann, wir können das Spiel ja noch drehen. Eckball von links. 87. Minute. Der späte Ausgleichstreffer beflügelt uns hier nochmal. Soumaré springt der Ball ans Knie und von dort in die Arme des Torhüters. Ah, Sieger Gegenseite. Wir haben jetzt noch Oberwasser hier. Geht an ihm vorbei. Glanzparade von Bade. Der Bade verhindert Schlimmeres und wir spielen 1-1 in Hannover. Ich meine, auswärts ein Punkt ist okay, aber trotzdem. Wir warten immer noch auf den ersten Sieg der Saison. 58.000 Euro Prämien bezahlt. Sieger, der beste Spieler. Spiel kommt die Note 4. Ging so. Wir bleiben auf Platz 17. 3 Punkte nach 8 Spielen. Cottbus verliert 1-2 gegen Unterhaching. Hannover, wir spielen 1-1 gegen Bremen. Jena verliert 0-1 gegen Aue. Paderborn spielt 0-0 gegen Hoffenheim. Ingolstadt verliert 0-1 gegen Frankfurt. Chemnitz verliert 1-4 gegen Münster. Kaiserslautern gewinnt 4-0 gegen Nürnberg. Der HSV gewinnt 2-0 gegen Freiburg. Und Braunschweig verliert 0-2 gegen Kiel. Hoffenheim, neuer Tabellenführer. Das ist auch verdammt eng. Von Platz 1 bis Platz 10 nur 3 Punkte Differenz. Wir haben 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Siger und Chetin in der Elf des Tages. Wir waren im bestbesuchten Stadion. Ja, wir warten immer noch auf den ersten Sieg. Tillmann, Länderspiel für Irland. Kommen jetzt mal machbarere Gegner. Gut, das waren machbare Spiele. Wir haben zumindest 2 Spiele nicht verloren. Im nächsten Part sehen wir Spiele gegen Ingolstadt und Chemnitz. Die stehen auf Platz 13 und 14. Da müssen unbedingt Punkte her. Und im nächsten Part sehen Sie auch das Spiel im DFB-Pokal. Zweite Runde gegen Hansa Rostock. Wo stehen die denn in der Bundesliga? Die stehen auf Platz 11. Das wird richtig schwer und wir brauchen jetzt langsam mal Punkte und ich sage Tschüss, bis dann.